Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das süße Buch Was leuchtet in der Nacht aus dem Annette Betz Verlag näher zeigen. Das Buch hat 24 Seiten, etwas dickere, wie ihr sehen könnt, kostet 12 Euro und wird ab 3 Jahren empfohlen. In diesem Buch geht es um den kleinen Maulwurf, der zum ersten Mal den Mond sieht und von seiner Schönheit in den Bann gezogen wird. Er beschließt, diesen zu sich runterzuholen und versucht zu springen oder ihn zu angeln, aber nichts davon klappt einfach. Seine Freunde beobachten seine Versuche und erklären ihm, dass der Mond weiter weg ist, als es aussieht und er diesen nicht holen kann. Doch er versucht es einfach weiterhin. Wie es dann dazu kommt, dass er annimmt, den Mond kaputt gemacht zu haben und ganz, ganz bitter traurig darüber ist, verrate ich nicht, aber es ist unglaublich süß und für kleine Kinder auf jeden Fall spannend. Die Bilder sind sehr schön und die Texte nicht zu lang, somit ganz toll für die Kleinen und durch die Wiederholungen im Text und die Ausrufe bei den Versuchen auch toll zum Vorlesen. Den Link dazu gibt es wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!